Herzlich willkommen, zweite Folge Karte in Thüringen. Lass den Traktor aufzufahren. Kurs ausreichend von der neuen Berechnung lassen. Das kann man noch später machen. Das ist jetzt nicht aktuell notwendig. Jetzt gehen wir zu unserem Fahrzeug über, der aktuell aufgefüllt wurde für, ja, für Saatgut. Und den sollen wir jetzt zum unserem Aussaatgerät fahren für Stoffe. Das tun wir noch. Gut, ich kann den gerade noch drüben. Ja, würde ich sehen. Ohne. Fahren wir zurück zum EMA-Server. Ich denke, ich muss eine kurze Karte anmachen. Wie unser erstes Fahrzeug angekommen ist. Wo sind wir? Nein. Gleich wegfahren hier. Rechts lassen würde nicht gut sein, weil den Ableck werden wir natürlich sofort Leistungseinbrüche haben. Deswegen lasse ich es nicht berechnen. Das kleine Stück, was ich da gefahren habe, muss jetzt funktionieren. Aber um das alles 100% hinzubekommen, muss man das neu berechnen lassen. Und das ist ein bisschen aufwendiger. So. Und bei allen, bevor man jetzt entgegenkommt, muss man kurz die Karte anmachen. Wir wollten ein bisschen im Feld um 34. Dazu mussten wir jetzt also rechts fahren. Können wir immer schon machen. Ich stelle mal ganz kurz fest, hier werden wir ein bisschen langsamer fahren müssen in der Zeit hier, damit die Felder fertig werden, bevor wir überhaupt abschließen können. Das war die nächsten drei Missionen. Ein bisschen Holz. Im Grunde ist mir egal, ob es da ein Ziel. Gut und schnell muss man sein. Wir haben Sauwetter. Also nicht bei vielen Fahrzeugen manko. So leider so. Wir fahren mit knapp 40 Tonnen Sandgewicht. Ohne schlecht, ne? Ups. Ja, da müssen wir hin. Wir könnten natürlich gleich links fahren und dann. Oh, das lässt sich holen. Wir können auch gleich hier. Ja, links. Und dann ja wieder rechts. Auch hier links. Wenn ich geahnt hätte, dass er so viel Sand gebraucht. Ich hab's ja gar nicht gesehen, dass ich da bin. Bei der Annahme. Der ist nicht gemacht. Dauert unbedingt lange. Das heißt, verdient aber nicht so viel. Aber gut, wir haben mal angenommen, machen wir es auch fertig. Da sind wir, so, und gucken am besten fahren.
Ja, auch von vorne am besten. Ich meine, das ist ein bisschen unrealistisch, wenn man jetzt theoretisch Saatgut über den Überladewagen, und zwar als Kartoffel auf den... Na gut, die Maschine ist ja auch nicht dafür ausgelegt normalerweise. Deswegen mag ich nicht so gerne. Das ist nicht ganz so realistisch. Aber es funktioniert erstmal, ne? Das ist anscheinend 20%. Immerhin. So viel. Ging aus. Nur noch brauchen den großen Anime hier. Wieso kann er mir gar nicht zahlen, Kartoffelmilch? Dass ich da jetzt einen Fluss machen kann. Da wird mich nicht genau gucken, was ich zahlt haben dafür. Ich hab's nicht mitbekommen. Ja, Karl kriegt jetzt keinen von mir. N, Zubahn. Abfahrer einstellen. Dann können wir gleich hier bleiben. Ey, aussehen. Die Aussaat muss schon erfolgen, ne? Sonst haben wir ein Problem. Naja, gut. Ich gehe immerhin noch schnell. Zeitlich gehen wir dabei, keine Verluste ein. Aber halt, Saatgutmäßig ist kein Verlust. Er braucht noch 47 Minuten, das wird lange. Dann wollen wir da nicht bleiben. Der andere Kollege ist schon bei. Sieht hier aus. Das sieht gut aus. Wie gesagt, ich wollen mindestens. Das sind ja gleich was für 11. 11 wird nämlich Aussaat fertig, aber leider im Wachstum unterschiedlich. Und nachts müsste eigentlich hier das entsprechend ausgleichen, dass auch grün wird oder hellgrün, und auch dunkelgrün ist egal. Wenn auch noch die Mission dann fertig ist. So, das gleiche hier und das gleiche da. Deswegen ist es nachts auf 1, leider. Müssen wir mal schauen, ob wir das gut hinkriegen jetzt. Über Nacht. So, haben wir noch eine Mission? Offen? Haben wir keine mehr. Die 51 Düngen. 15 Düngen. 51. Das werde ich mir abgewöhnen, überall hinzufahren. Das rentiert sich dann nicht. Ja, das ist weit weg. Da müsste ich von hier nach da fahren. Nee, das ist mir nichts. Hier müssen wir sehen, unsere eigenen Felder fertig kriegen. Düngtechnisch, also hier 49 muss nochmal gemacht werden. Das heißt, über Nacht muss es immer wachsen. Das heißt, wenn es wächst. Nicht mehr morgen, das ist mittlerweile zweite oder dritte Stufe, das kann täuschen. Gut, wenn es R3 ist, ist es schlecht, aber gut. Ja, der frisst hier, glaube ich, die Kartoffeln hier. Brauchen wir nicht lange wegfahren. Prost! Leistung, gerade Prozessor hat gesamt 15% Spiel 16, Streamlock hat 7% ungefähr, der Rest zusammen oder aus zusammen. Aber beim Grafikkarte beide zusammen bei 50%. Anmeldung kriegt er nicht. Ich meine, die Lenkrad ist so.
draußen, Anführungszeichen. Ja, dann mal gucken, wie ein FPS hier auf FPS gespannt oder konstant bleibt. Oder wenn wir Verluste haben. Das ist immer ganz schwierig anzuteilen. Mal zu viel Aktes, mal zu wenig. Hat es an der Qualität. Später Frühling. Enter haben wir noch viel mehr. Morgen kommt viel Düngemission. Ja. Können wir dafür auffüllen, ne? Naja, gut, okay. Das können wir ausmachen. Kühe haben jetzt Futter, ne? Das haben wir eigentlich fertig gemacht. Stroh? Ja, gut. Da müsste ich jetzt Stroh kaufen, aber lose Stroh. Also. Futter haben wir Heu. Dann muss ich eigentlich Stroh wollen eigentlich. Weil Mist wird nicht angezeigt. Das ist nur das. Hier habe ich nur Gülle. Hätte ich auch Mist haben müssen. Prozent. Das heißt, wir haben ja noch Futtermischwagen. Das ist eine Station. Und dann müssen wir den anderen nehmen und Heu rauswerfen. Und dann haben wir da noch keine Strohballen mehr. Wir haben nur noch Heu da. Das heißt, wir müssen Stroh kaufen. Und dafür, dass wir praktisch ja, da müssen wir mal gucken, ne? Da ist die Lage. LKW. Anhänger hatte ich mal hier gehabt. Ja. Das ist ja Alzheimer, ne? Wo was geblieben? Hänger ist, Auto ist da. Und da ist auch der. Gut, dann können wir den mal wegfahren. Das ist der Ehrenwege. Den stellen wir am besten so hin. Ja, Lenkung ist, muss ich mal. Ein bisschen. Das kriegt man nicht weg. Das liegt an der Steuerung. Immer wenn ich mit dem Spiel rausgehe, mit der Maus, woanders so anklicke, ist die Lenkung weg. Hat es mal gehabt, da hat es geklappt, aber dann eher. Naja. Müsste ich jetzt ganz kurz wieder aufstecken, einstecken. So leer, ne? Nicht voll. Wäre nicht schlecht, wenn wir Kühe drin wären. Wir kaufen aber Strohballen. Dazu müssen wir einen Händler fahren. Wir könnten auch die Lagerballen kaufen, ne? Das ist zu uneben für ein LKW. Das wäre
sie ladet halt keine. Dann ist der zweite Traktor irgendwo hängen liegen. Längst hier angekommen. Wir fahren in die Richtung los. Vielleicht treffen wir den Traktor unterwegs. So, Richtung Ende. Ich habe noch kein Stroh gekauft. Wir müssen sehen, wo der Stroh hinlegt. Zum ersten Mal. Dann stellen wir ihn daneben. Dann kann er gleich aufladen. Aber nicht lange hin und her fahren und suchen. Das war mir klar. Böse Überraschung. Der macht Umwege. Da ist er, der zweite. Ist aber mein Fehler. Wahrscheinlich ist der Kurs so ungünstig, dass er dann lang fährt. Gut. Das ist noch eine lange Fahrzeit. Von 45 Minuten. Also mit Autoreifen muss ich noch viel lernen. Das kann ich noch nicht perfekt. Nur dazu sagen, dass die Touring-Karte da ein bisschen ungünstig ist, weil die Straßen relativ schmal sind. Man muss da viel mehr auf Einbahnstraßen machen. Also da muss ich ein bisschen im Kopf vorher ausdenken, ausmalen, wie man das dann macht. So, mal schauen, ob das ausreichend ist. Na, vorne. Und sitzt ja auch im Deutsch, ne? Nö. Achso, entlasten, dann geht's auch. Gut, da haben wir gleich richtige Positionen gekriegt. Aber müssen wir kurz aufsteigen. Wir haben uns festgesetzt. Zug. Fahr mal ein Stück zurück. Hier müssen ja ein Deutsch sein. Der wäre an. So, kurz einklappen. Also 20% auf der zum Auffüllen. Ja, das ist ein teurer Spaß hier. Das ist ein teurer Kartoffel, sag ich hier. So. Los, nee, am ersten Punkt, das ist ein Voranfänger. So, gut. Noch eine Runde, zwei Runden, dann kann man, ja. Da sieht gut aus. Und hier ist er noch fleißig bei. Strohwort beholen. Also Kartoffelmotion muss mindestens passieren vor 0 Uhr. Das sollte man schaffen. Weil das ziemlich ganz wichtig, da kann man ja 30 hochgehen. Mein Loch ist ein bisschen hell, ne? Ist ja nicht dunkel. Wenn so ein Feld was halb wächst, kriegen wir kein Geld.
schlecht. Das war mal sehr schön. Frage Nummer 3. Runter. Ach, bevor ich es vergesse, ich danke mal allen Zuschauern, die das bisher fleißig geschaut haben und geliked haben, auch mal kommentiert haben. Versuchen wir alles früh und schnell und möglichst so zu beantworten, wo ich kann, wo ich helfen kann. Was macht der da vorne? Gut, nicht wissen. Also Autodrive ist noch nicht so richtig eingestellt. Ich stelle immer so fest, für die großen Fahrzeuge jedenfalls. Und für den kleinen Traktor hat es funktioniert. So. Wo kriegen wir jetzt nicht? Links oder rechts? Wir haben uns zum Glück jetzt schon mal halbwegs aufgeräumt. Das heißt Stroh. Da wollte ich mal gucken. Das ist jetzt hier. Mein neuer Mod. Aber ich glaube, den kann ich so nicht gebrauchen. Das sind nur die Trucks. Die kann man schon gebrauchen. PS, oh, hast du 80 km/h. Total. Und dann haben wir hier das noch gehabt. Ach hier, mit dem Container. Gut, brauchen wir auch nicht. Wir wollten was kaufen, wir wollten Stroh kaufen. Stroh, Stroh. Dann Quader oder Rundballen ist eigentlich egal. Wir haben ja unsere Dings da für Rundballen. Müsste eigentlich 8 für Kühe reichen, aber 8. Der nächste Stroh, wir haben jetzt. Ja. Links. Dann können wir gleich da ranfahren und entsprechend die Ladebahn machen. Dann brauchen wir nicht quälen. Das will ich quälen, ne? Fertig. Das passt. Mike. Wir wollen uns Stroh kümmern. Stroh ist mir wichtig. Die Nadel sind für die BGH und
ist ein Stroh für die Viecher, für die Rinder. So, gut. Jetzt haben wir das mal eingeladen, jetzt müssen wir gleich die Lage. Egal. Testen wir, ob das Ding noch bringt. Bin mir nicht ganz sicher. Die Lenkung muss man aber. Wenn der Lenkrad nämlich leicht träge steht, dann kann ich lenken wie ich will, da komme ich immer wieder auf die spalte Spur. Anhänger schon so lang. Ich glaube, der erste gegen den Baum gefahren. Das war so nix. Lass mal laufen, wieder mal raus. Der erste kam gut an, der zweite nicht, das ist aber komisch. Obwohl, den zweiten haben wir jetzt verloren, ja. Kann auch sein, dass wir einen Code brechen haben. Oh, über lange Folge. Sag mal, noch Tschüss und Pinguin hier, ciao. Ihr hört uns jetzt gleich zur nächsten Folge. Tschüss und Pinguin, bis dann. Ciao. Tschüss.